Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Olli Dütschke und der Podcast Buzzerballer, powered by newsflash24.de. Und Mario ist verschnupft. Mario Basler, guten Tag und gute Besserung. Guten Morgen. Moin. Hast dich trotzdem rausgeschält aus dem Bettchen, um heute natürlich Fußball-Deutschland glücklich zu machen mit deiner Expertise. Nein, ich bin ein bisschen erkältet. Mich hat es jetzt seit zwei Tagen ein bisschen erwischt. Jetzt hatte erst das mit dem Husten, jetzt kommt Schnupfen. Aber nützt nichts. Müssen wir durch. Oder hast du Fieber? Fußballfieber? Naja, geht so, ne? Geht so. War ja nichts Außergewöhnliches. Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Wann fangt ihr eigentlich an? Türkgücü Osnabrück. Jetzt sind wir nämlich im März. Irgendwann müsst ihr doch mal loslegen. Wir haben am Wochenende gespielt und haben 2:0 verloren. Ach. Aber ich alle war, eingerostet noch, aber ja, war die Winterpause lang. Ja, ich war jetzt nicht dabei und deswegen. Ja, ich bin da auch nicht mehr so oft. Ja, das müssen wir irgendwann mal in einer Spezialausgabe mal Ausgabe mal besprechen, was da los ist, ne? Oder führst du zwischendurch so viele Gespräche mit anderen Clubs? Ja, ich weiß, ich wollte es eigentlich nicht sagen. Ich war jetzt bei Bayern und aber ich habe gesagt, wenn, dann sofort. Aber das haben sie gesagt, sie müssen Lazio noch abwarten. Nein. Ja, ich glaube, das war die erste Aktion von Max Eberl. Der hat dich sofort angerufen und gesagt, komm vorbei, Mario. Ja, aber ich habe da was für dich. Ja, ich habe aber zu ihm gesagt, sei du Max, pass auf, kann ich nicht, oder? Müssen zwei Spieler weg, nicht mehr im Kader dürfen die sein, dann kann ich kommen. Aber hat er gesagt, das kann man natürlich noch nicht machen. Welche zwei Spieler das sind, besprechen wir möglicherweise nachher. Du kennst das Wort, der berühmte Cliffhanger. Jetzt haben wir alle neugierig gemacht, wen er wohl meint. Aber ich glaube, mittlerweile die treuen Stammhörer wissen, wen er meint. Gehen wir mal, wo wir gerade Osnabrück gesagt haben. Wir fliegen ja immer gerne kurz immer am Anfang durch die zweite Liga. Die ist ja mega. Man muss ja schon fast überlegen, ob wir einen eigenen Zweitliga-Podcast auch noch machen. Aber das ist ja, was da abgeht, ist ja unfassbar. Fangen wir mal unten an. Bei dir vor der Haustür, VfL Osnabrück gewinnt gegen Hannover, gewinnt in Hamburg. Was ist denn da los auf einmal? Ja, die haben ja nichts mehr zu verlieren gehabt, ne? Also das war ja höchste Zeit, dass sie mit 3er anfangen. Jetzt sie schnuppern wieder. Ja. Waren ja für mich zwei sehr überraschende Siege, muss man ja klar und deutlich sagen. Aber jetzt kommt das dritte Endspiel hintereinander in Kaiserslautern am Sonntag. Also Überraschung. Ja, es waren gefühlt 57 Punkte Rückstand. Jetzt sind es noch 6 auf Relegation. Wie du sagst, Osnabrück in Lautern. Können da ein bisschen ran knabbern. Und Braunschweig gegen Rostock. Also die letzten 4 spielen unter sich. Und das kann ja komplett fast auf links gedreht werden. Also das kann... Ja, das wäre jetzt für den VfL, klar, wäre es schön, den dritten Sieg hintereinander. Glaube ich, jetzt wird schwierig. Hoffen natürlich Kaiserslautern, dass die mit dem Sieg in Rostock jetzt auch ein bisschen Selbstvertrauen gekriegt haben. Klar, rote Karte, alles gut, aber trotz allem haben sich gut gemacht, die Lautern, muss man sagen. Schon krass, ne? Ja. 0-4 zu Hause und dann eine Woche später auf einmal 3-0 auswärts. Kurios. Ja, gut, natürlich auch mit der roten Karte, ne? Die muss man natürlich immer wieder einrechnen, aber die hatten schon zum Zeitpunkt da 1-0 geführt, haben auch ein gutes Spiel gemacht in Rostock. Genauso wie der VfL in Hamburg, wo ja jeder gedacht hat, die reißen jetzt die Bäume raus. Nach dem St. Pauli unentschieden. St. Pauli hat verloren, Kiel unentschieden. Also da fehlt es. Wahnsinn, die ersten 7 Mannschaften, hast du ja vorhin schon mal, gesprochen im Vorab. Ja, wir besprechen uns immer 3 Stunden, liebe Leute draußen, 3 Stunden vorher, damit wir alles genau. Nee, gut vorbereiten. Ersten 7 Mannschaften alle nicht gewonnen. Ja, schon witzig. Und jetzt wird's am kommenden Wochenende richtig heiß. Der Spieltag. Freitag, Düsseldorf HSV. Wenn Düsseldorf das gewinnt zu Hause,
schnuppern die wieder an Platz 3 oder sogar an 2. Bis auf einen Punkt können sie an Hamburg drankommen. Das ist schon eine außergewöhnliche zweite Liga. Ja, wie gesagt, als Hamburg hat's vorgemacht, wie man es nicht machen soll gegen Tabellenletzten. Aber ich hab's ja gesagt, die Mannschaft ist meines Erachtens nicht gut genug, um die ersten zwei Plätze zu ergattern. Da kannst du hinstellen als Trainer, wenn du willst. Und deswegen, ich glaube nicht, dass der Hamburger SV, wenn er Glück hat, schafft er die Relegation. Weil ich glaube, auch in Düsseldorf gibt's nicht viel zu holen. Und der Superexperte Mario B. hat auch immer gesagt, es ist nicht immer der Trainer schuld. Und wenn du jetzt die beiden Spiele siehst, 1-0 gegen Elversberg war auch schon dünn letzte Woche, jetzt zu Hause gegen Tabellenletzten zu verlieren, vielleicht liegt es dann doch nicht am Trainer. Ob wir den jetzt mögen oder nicht, den ehemaligen, darum geht's jetzt gar nicht, aber vielleicht ist die Qualität halt auch einfach nicht so gut. Ja, das habe ich ja gesagt. Der Trainer ist, egal, wenn du da hinstellst, wenn du die aus dem Ackergaul machst, du nur mal kein Rennpferd. So, und ich sehe die Mannschaft vom Hamburger SV einfach nicht stark genug, um der erste oder zweite Platz zu machen. Sie haben die Chancen immer wieder, vergeigen sie in einer Regelmäßigkeit. Und wenn sie jetzt am Wochenende nicht gewinnen, dann wird es richtig eng hin, weil 37, 38 Punkte hängen hinten dran. Mit guten Mannschaften, Hannover, Düsseldorf, Paderborn jetzt, kann auch nochmal ranschnuppern. Also da ist viel Bewegung dran. Und wenn man vor so einem Riesenpublikum mit der Stimmung viermal verliert, zu Hause, viermal, das ist natürlich, so kannst du auch nicht aufsteigen, ne? Das finde ich schon viel. Ja, aber nochmal, das liegt einzig allein an der Mannschaft. Das ist, wenn die Qualität halt nicht hast, dann kannst du auch gegen den Tabellenletzten verlieren. Es war natürlich sehr glücklich für den VfL, klar. Auch da muss man sagen, eine rote Karte, halbe Stunde vor Ende, glaube ich, so ungefähr. Und wenn du dann nicht in der Lage bist, das Spiel zu gewinnen, und wenn du dann nicht in der Lage bist, zu gewinnen, ja, was dann musst du sagen, ja, was redest du vom Aufstieg? Gegen 10 Osnabrücker haben sie sogar noch verloren. Ja. Und ich sage es immer wieder gerne, ich mag ja den HSV, ich finde das alles super da, aber für mich einfach ein solider Zweitligaverein. Die sind jetzt schon wie viele Jahre? 5, 6? Im sechsten also, Jahr. Wir tun immer so, als wenn, die müssen aufsteigen, überragend. Nee, das ist einfach ein solider Zweitligaverein. Mehr ist es nicht. Das kann ich so für dich bestätigen. Dankeschön. So, jetzt muss er sich schniefen. Der arme Kerl, wir müssen uns beeilen. Ich weiß nicht, ob der das durchhält hier. Ja, wenn ich vom Hocker falle, du siehst das ja. Ja, dann rede ich einfach alleine weiter, ne? Genau. Ist das Näschen auch gleich sauber? Schön macht er das, ja. Live dabei seid ihr, wie sich Mario Basler die Nase schnieft. Genau. Wollen wir das Taschentuch versteigern? Für einen guten Zweck. Ob das jemand möchte. Ich glaube nicht. So, also, verschnupft sind also einige. Ich sag's mal ganz kurz, damit ihr das auch wisst. Also St. Pauli hat verloren, Kiel unentschieden, HSV verloren, Hannover unentschieden, Fürth verloren, Paderborn unentschieden, Düsseldorf unentschieden. Karlsruhe als Achter, die haben gewonnen und sind 6 Punkte hinter den Relegationsplatz nur noch und spielen jetzt gegen Kiel. Wer weiß. Und wenn Hertha sich nicht so doof anstellen würde, dann hätten die auch noch Chancen, aber die hake ich jetzt mal ab. So, zweite Liga. Hast du noch irgendwas zur zweiten Liga zu sagen? Alles gesprochen. Danke. Wenn wir bei der zweiten Liga sind, dann sind wir auch nicht weit weg von Darmstadt 98. Junge, 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 hast du... Ich stell die Frage, hast du schon mal erlebt, dass du nach 27 Minuten 0-5 hinten gelegen hast oder 5-0 geführt hast? Nein, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich aber auch nicht dran erinnern, dass ich schon jemals so eine schlechte Abwehrleistung gesehen habe. Von einem Bundesligisten. Ich meine, die haben ja die ersten 4 Tore haben sie ja geschenkt. Ja. Das waren ja außergewöhnlich dumme Fehler, die... Also was die Spieler sich da dabei gedacht haben, das weiß ich nicht. Aber so ein Auftreten beim Heimspiel gegen eine Mannschaft, wo du hättest nochmal mit reinziehen können, aber das war schon außergewöhnlich, was die Darmstädter da geleistet haben. Und
Ja gut, dann musst du dich natürlich auch am Schluss nicht wundern, wenn du dich dann verabschiedest. Die andere Seite ist, die anderen sind ja auch so doof. Also Mainz. Mainz und Köln. Das darf man, muss man sich mal vorstellen. Darmstadt ist seit Wochen, haben die 12, jetzt 13 Punkte mittlerweile. Weil sie, und die anderen vorne dran, die können nicht abhauen, weil immer noch 3 Punkte und 4 Punkte auf Köln. Mein Köln, klar, gegen Leverkusen kommen wir ja gleich auch noch dazu, aber das ist schon Wahnsinn, dass Darmstadt noch nicht abgestiegen ist. Ja. Aber nur aufgrund dessen, weil die anderen zwei halt auch nicht wegkommen. Union, Bochum, die holen ihre Pünktchen, ja. Aber Darmstadt, das war Wahnsinn, was ich da am Wochenende gesehen habe. Das muss ich sagen. Ich habe da ja einen ganz verrückte These. Die wurden ja mehr oder weniger öfter beschissen und die hatten einfach keinen Bock, sich wieder aufzuregen wegen Fehlentscheidungen und haben gesagt, komm, dann schenken wir den Gegnern die Tore und dann haben wir unsere Ruhe und brauchen nicht mehr diskutieren. Die These ist wunderbar. Völliger Schwachsinn, aber egal. Und dann, für mich auch wieder so ein Bild des Spieltages, dann stehen die nach dem Spiel da am Tor, Spieler und Trainer, und dann kommt ein Ultra, der sogenannte Capo, wie ein Rumpelstilzchen, alleine war der auf dem Feld und hat die da zusammengeschissen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich mir dann... Das war der Hammer. Ja? Das nach den Interviews oder nach den Spielen, die Interviews, ich gucke immer äußerst selten an, weil den Mist kann ich ja nicht mehr hören. So, aber das waren, guckst du nochmal an die Bilder, da war der Hammer, da musste so ein Fan kommen und die zusammenscheißen. Also ich glaube auch, naja, schade die, drum, aber... Die Ultras haben alle sehr viel Macht gekriegt mittlerweile. Ja. Die bestimmen vieles auch in den Vereinen mittlerweile. Also das ist schon die Entwicklung. Weiß ich gar nicht, ob das die beste und die gute ist. Klar, sie machen Stimmung, sie machen Banner, geben viel Geld aus, aber sich in deren Hand zu begeben, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg war. Auch vom DFB oder von der DFL. Aber wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen, was die Ultras alles noch so machen. Absolut. Und da fällt mir auch noch ein Bild ein. Maxi Arnold in Wolfsburg hatte auch noch eine Diskussion mit einem Fan nach dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das immer so sein muss. Klar, man bezahlt Geld, dann ist man enttäuscht, dass man verliert. Aber ich glaube, auch Wolfsburg hat nicht absichtlich verloren. Haben eine gute Mannschaft gespielt. Die sind halt im Moment besser. Die einen haben einen Lauf, wie du immer so schön sagst, so ein Atomlauf. Die anderen halt nicht. Das ist Fußball. Und muss man sich da mit jedem Fan auseinandersetzen, um denen zu erklären, warum er verloren hat oder nicht? Oder was man alles anders machen muss? Ich weiß es nicht. Nein, also erklären muss ich sowieso nicht. Man kann natürlich aufgrund der Leistung kann man auch mal sagen, ich habe scheiße gespielt, schlecht gespielt. Man kann sich auch mal entschuldigen. Ist alles kein Problem. Aber dich jedes Mal nach dem Spiel dann hinstellen zu müssen und auch dann noch mit den Ultras, mit einem alleine sich zu unterhalten oder der macht eine Ansage, also herzlichen Glückwunsch. Dann eine Szene, hast du Köln Leverkusen gesehen? Ja. Hast du die rote Karte gesehen? Ja. Ich verstehe nicht, warum man über diese rote Karte diskutiert. Ne, da muss man nicht diskutieren, immer das. Wie ist er, Thielmann? Ja. Er tat ja so, als hätte er den nur aus Versehen angepustet. Ich finde, da ging es auf die Gesundheit und da gibt's für mich kein Vertun. Nein, also eins ist natürlich klar. Ich meine, dass da so ein Videoschiedsrichter eingreifen muss, ist klar. Aber das, was der gemacht hat, also wenn ich ganz ehrlich bin, so ein Spieler musste mal 3-4 Wochen aus dem Verkehr ziehen. Der hätte ja Xhaka alles kaputt machen können, was kaputt zu machen ist in der Wade und in der Achillessehne. Das war pure Absicht und da gibt's auch keine zwei Meinungen. Wenn sich da noch ein Spieler aufregt, der musste gleich mit runterschicken. Also nochmal eine klarere rote Karte, habe ich selten gesehen. Mir ist aufgefallen, dass die Kölner sehr, sehr aggressiv waren. Ja. Körperlichkeit ja, auch im Abstiegskampf ja, aber das war grenzwertig. Wenig später, ich glaube, wie heißt der, Ljubčić, ja, hat Florian Wirtz an der Strafraumkante auch dermaßen von hinten oder an der Seite umgenietet. Da hätte ich eigentlich auch
gedacht, oh, da fliegt schon der Nächste. Muss man so Abstiegskampf machen? Naja, du musst den Abschiedskampf schon aggressiv machen, aber halt nicht so, dass du dann dich selbst schwächst. Ich meine, die rote Karte hat natürlich nicht dazu. Ich fand, Köln hat es gar nicht so schlecht gemacht, auch mit Seemann dann noch. Aber wenn du natürlich als nach, weiß ich nicht, 12 Minuten, 14 Minuten, wenn die rote Karte war, mit einem Mann weniger spielen musst gegen Bayer Leverkusen, dann musst du froh sein, wenn du keine 5 Stück kriegst oder 6 oder 7. Nochmal, trotz allem hat es Köln gut gemacht, aber mit der roten Karte hast du natürlich selbst aus dem Spiel genommen und das macht es natürlich auch für den FC Köln nicht einfacher, ne, für die nächsten Wochen. Gesundheit. 8 Punkte sind es immer noch. Da kann auch Bochum verlieren, dann kann Union verlieren, dann kann Wolfsburg verlieren. Alles egal. 8 Punkte ist einfach auch viel. Jetzt nächste Woche in Gladbach. Ja, das ist, ja, was willst du dazu sagen? Ich weiß ja, ob der eine oder andere Spieler wieder zurückkommen könnte, aber noch Dauer mit ihren Stürmern, mit Selke und Waldschmidt, aber. Ja, Thielmann fehlt ja dafür jetzt. Auch Ljubicic, so heißt er, hat auch die 5. Gelbe noch bekommen. Also da fehlen auch schon wieder 2. Also, aber wir haben ja eben gesagt, wir brauchen da gar nicht mehr irgendwie Hoffnung kreieren, sondern die 3 da unten machen das unter sich aus. Genau. Es geht ja nur noch völlig um die Relegation. Ja. So, was haben wir noch? Gehen wir ein bisschen höher. Tja, über was reden wir nun? Wir reden. Ja, Mainz können wir ja auch mal reden, ne? Die spielen ja ganz ordentlich jetzt unter dem neuen Trainer. Ja, ne? Aber das hat ja nach dem ersten Spiel 1-0 gewonnen. Hat man ja gedacht, da kommt der Heilsbringer. Aber es ist Mainz genau da, wo sie vorher auch waren. Ne? Ja. Haben ordentlich in Leverkusen gespielt, aber dafür kriegst du keine Punkte. Danke. Ne? Guter 2-1 auch verloren und dann zu Hause gegen Gladbach auch nur 1-1. Also muss man sagen, da hat man sich auch mehr vorgestellt. Aber wir lassen es jetzt mal so, weil jetzt spielen sie in München. In München. Das wird leicht. Das wird ein einfaches Spiel, genau. Mhm. Und das ist so, wie wir es, glaube ich, seit Wochen schon sagen, es geht nur noch um die 3 da unten, wer den Relegationsplatz ergattert und wer direkt absteigt. Wobei ich glaube tatsächlich, Köln scheint mir ein bisschen gefestigter zu sein, Mainz auch ein bisschen. Ich glaube, dass Darmstadt tatsächlich für die 2. Liga planen kann. Die können planen, ja. Nach der Vorstellung jetzt am Wochenende sowieso. Ich meine, das ist ja unterirdisch gewesen, aber sie gewinnen ja auch keine Spiele, mal eine Überraschung irgendwo was zu machen oder mal einen Überraschungspunkt. Das ist dann letztendlich auch zu wenig, wenn du nach 24 Spielen nur 13 Punkte holst. Also das ist 0,5 Punkte im Schnitt. Das ist natürlich zu wenig. Diesen überraschenden Punkt können sie dann am Samstag holen. Leichtes Auswärtsspiel in Leipzig. Ja, das ist ja auch leicht, ne? Ja, tatsächlich München gegen Mainz, Leipzig gegen Darmstadt und Gladbach gegen Köln. Also alle 3 da unten haben mehr oder weniger schwierige Aufgaben auswärts. Ja. So, klettern wir nach oben. Was haben wir noch? Heidenheim, wer da sagt, das war ein Torwartfehler, der hat keine Ahnung vom Fußball, das erste Tor. Ganz kurios, hat ihn an einen Maulwurf versteckt. Oder was das auch immer war. Ja. Krasses Tor, ne? Aber ja, gut, das kann gibt das immer so einen Satz, ich weiß nicht, ob du den mal gehört hast, aber wenn ich zurückspiele zum Torwart, nie aufs Tor, sondern immer neben das Tor. Weil wenn sowas passiert, geht er rein. Wenn du daneben machst, geht er dann eben nicht rein. Ja, du musst halt mal. Also ich freue mich ja immer, wenn so Tore fallen, ne? Weil ich kann es dann mittlerweile auch nicht mehr sehen, dass der Torhüter jetzt mittlerweile 4000 Ballkontakte hat. Jeder zweite Ball wird zurückgespielt. Und ich fand's, tut mir zwar ein bisschen leid für Müller, ja. Für Müller, für den Torhüter, der sieht immer blöd aus, aber nochmal, das, was der Spieler macht, der spielt den Ball zurück und der Torhüter hätte nach vorne nur geknallt. Warum macht's den Spieler nicht? Der Spieler kann den Ball, der ist 10 Meter weiter vorne, kann er den Ball auch mal nach vorne schießen einfach, aber das machen sie halt nicht und deswegen, ich freue mich immer, wenn solche Tore fallen, ist geil. Finde ich gut. Weil die Torhüter meinen ja mittlerweile, sie sind jetzt auch nur Fußballer. Von daher alles in Ordnung. Die Eintracht spielt weiterhin nicht überzeugend, festigt aber Platz 6.
Ja. Kann man sagen, ach ja, Platz 7 noch dahinter und die spielen gegeneinander, Frankfurt-Hoffenheim. Der Kollege Bayer schießt in 2 Spielen 4 Tore. 21 Jahre jung. Ja. Ich habe gestern mal geguckt, 1,85 groß, 72 Kilo leicht. Der wiegt ja so ein bisschen so schmal ans Küchenmeister, so ein bisschen. Aber der macht das schon gut. Und schon sagen alle, der muss den Adler auf der Brust tragen, den DFB-Adler. Ja, das ist in Deutschland geht es schnell. Ne? 2 gute Spiele musst du Nationalspieler sein. Am besten noch Kapitän gleich mit. Also sicherlich ein Spieler, den man im Auge behalten muss, aber das muss man dann die nächsten Wochen weiter beobachten. Ne? Er hat im Moment eine tolle Form, das muss man schon sagen. Fällt natürlich auch dadurch auf, weil alle anderen, die Nationalspieler sein wollen, natürlich alle ein bisschen abfallen. Ne? Gerade die Spieler beim FC Bayern oder auch in Dortmund ist da der eine oder andere nur noch auf der Bank. Da fällt natürlich so ein Spieler auf. Aber nochmal, ich finde ihn auch gut. Es gibt viele Spieler in Stuttgart, die man mittlerweile zur Nationalmannschaft sich reindenken kann. So ist es auch natürlich mit Bayer. Den kann man sich auch sehr gut im Moment reindenken. Aber es sind noch 3 Monate bis zur Europameisterschaft. Mal gucken, was Julian jetzt in 3 Wochen fabriziert, wenn er einlädt zur Nationalmannschaft. Da gibt's ja schon, wird's ja schon eine kleine Tendenz geben in Bezug auf die Europameisterschaft. Ja, Undaf hatte ja schon gesagt, er hat schon 14 Tore gemacht, aber Undaf hat ja so ein bisschen internationale Erfahrung, hat in der Premier League gespielt. Bayer mit 12 Toren, auch gut, immer noch besser als Füllkrug oder Duxch. Aber Bayer hat ja, was internationale Härte angeht, ja noch gar keine Erfahrung, ne? Ja, aber muss ja kein Nachteil sein. Das sind natürlich auch so Spieler, die dann völlig befreit auch mal zur Nationalmannschaft kommen, die sich über nichts Gedanken machen müssen, die einfach nur Fußball spielen wollen, die einfach nur sagen, ich bin froh, dass ich dabei bin, ich darf für Deutschland spielen. Der freut sich vielleicht noch, im Gegenteil zu dem einen oder anderen, der sagt, oh, jetzt muss ich mir wieder dahin quälen. Es gibt etwas, was mich nervt, darf ich ja sagen? Bitteschön. Jeder Club, der irgendwie ansatzweise einen Verein sucht oder vielleicht einen bräuchte, da fällt der Name Sebastian Hoeneß. Ich meine, der macht einen überragenden Job, diesen Dritter, der ist ja unfassbar. Trotzdem, auch er kann ja so ein Jahr internationale Erfahrung mit dem VfB, daran müssen wir uns jetzt so langsam gewöhnen, dass sie international spielen, kann er doch auch für seine Entwicklung gut gebrauchen. Warum soll er jetzt unbedingt zum FC Bayern? Dortmund hat jetzt gewonnen, aber auch da fiel ja schon der Name, ne? Warum lässt man die nicht einfach in Ruhe? Ja, ist ja klar, dass die Spekulationen aufkommen, ne? Welcher Trainer passt jetzt wohin? Aber nochmal, für jeden Trainer, für sich selbst, muss er sich ganz genau überlegen, ob er jetzt zum FC Bayern geht nach der Saison. Aus dem einfachen Grund, da liegt alles in Schutt und Asche im Moment. In der Mannschaft vor allem, ne? Es wird vieles passieren, denke ich mal, zur neuen Saison beim FC Bayern. Es wird viele neue Gesichter geben. Es wird alte Gesichter, wo dann vielleicht auch weg sind. Und das sich dann anzutun. Ja, Gesundheit. Entschuldigung. Also wird glaube ich, man würde sich keinen Gefallen tun. Genauso wie Alonso sich keinen Gefallen tun wird. Danach hinzugehen, nach diesem Jahr, so wird sich Sebastian keinen Gefallen tun. Sebastian ist, glaube ich, auch sehr klar in seiner Handlung und er wird beim VfB bleiben und wird mit dem VfB nächstes Jahr Champions League spielen. Und das ist unfassbar. Und dann sage ich auch immer, da ist die Geschichte ja noch nicht zu Ende. Ne? Der hat ja so eine Mannschaft entwickelt, die Führungsspieler verlängern ja alle so wöchentlich. Und dann eher als, wie sagt man immer so schön, als Architekt dann zu gehen, finde ich auch schade und auch nicht richtig. Nein, ich glaube, dass nochmal, dass Sebastian für sich einen klaren Plan hat. Der wird sich den FC Bayern jetzt im Moment nicht antun. Ich glaube, da ist er auch für sich selbst klar zu sagen, das kommt noch das eine oder andere Jahr zu früh. Er hat ruhiges Arbeiten in Stuttgart. Es läuft in Stuttgart alles perfekt. Er kann mit dem VfB nächstes Jahr Champions League spielen. Es ist ein bisschen Geld da. Er kann die Mannschaft noch ein bisschen verfeinern.
Und warum soll er sich den FC Bayern antun, bloß weil er dann vielleicht 1,2 Millionen mehr verdienen würde beim FC Bayern. Aber der Druck und der Stress, was er dann da erlebt oder kriegen würde, das wäre schon für ihn, glaube ich, was ganz anderes. Er ist noch jung, er hat noch viel Zeit, irgendwann mal zum FC Bayern zu gehen. Aber jetzt wäre es der völlig falsche Zeitpunkt. Und der Herr Terzic sitzt wieder ein bisschen sicherer in seinem Sattel, ne? Nach dem Auswärtssieg in Berlin. Das weiß ich nicht, ob er jetzt sicherer also die Diskussion nochmal, die wird immer weitergehen. Das kann ja theoretisch ja auch am Wochenende schon wieder in Bremen wieder auswärts ganz anders das aussehen, genau. Also die fußballerische das Spiel fußballerische ist ja nicht gerade viel besser geworden, auch in bei Union jetzt nicht, ne? Muss man ja sagen, die haben ja Union nicht hergespielt, sondern die haben auch teilweise mit Glück gehabt, waren natürlich schon gut, aber auch da die Champions League steht über allem. Und da muss man einfach mal abwarten, was jetzt in Bremen auch passiert. Ne? Bremen hat zwar jetzt verloren, aber da kann man ja theoretisch auch mal verlieren in Bremen. Und danach spielt man gegen Frankfurt, Borussia Dortmund. Also ich würde das ganze Thema würde ich noch nicht so weit wegschieben. Die spielen auch noch gegen Frankfurt, Stuttgart, gegen die Bayern, gegen Leverkusen. Ja. Also die haben ja auch noch mal alle, die haben ja auch alle noch vor sich. Also da können sie zeigen, dass sie wieder da sind, wo sie denn eigentlich sein wollen. Genau, das ist bei Borussia Dortmund genauso spannend zu sehen, wie es dann in München spannend bleibt. Da muss man mal gucken, wie sich das da alles entwickelt. Wann gratulieren wir in Bayern 04 Leverkusen zur deutschen Meisterschaft? 10 Punkte Vorsprung. Ja, das kann man theoretisch kann man schon gratulieren. Ne? Es ist rein rechnerisch gibt's noch 30 Punkte. Klar, aber nochmal, Bayern wird ja keine 4 Spiele verlieren und Bayern wird 4 Spiele in Folge dann auch gewinnen. Natürlich haben sie die Möglichkeit, alle Spiele zu gewinnen, aber in der momentanen Verfassung, wo die Spieler sind, wie Bayern spielt, ist ja überhaupt nicht dran zu denken, dass als erstmal Leverkusen 4 Spiele in Folge verliert oder von 10 überhaupt 4 Spiele verliert. Und dass Bayern 3-4 Spiele mehr gewinnt wie Leverkusen in den 10 verbleibenden noch. Für mich undenkbar. Fehlt mir ja auch die Fantasie. Leverkusen hat bisher noch gar kein Spiel verloren. Überhaupt keins. Nirgendwo. Ja, warum sollen die auf einmal 4 verlieren? Der Bayern muss ja schon ein bisschen nach hinten gucken. Ne? Sie können ja auch den 2. Platz noch verlieren. Ja. Gegen Stuttgart. Die sind ja nur noch 4 Punkte hinter dran. Also an 1 braucht man nicht mehr denken. Man muss jetzt ja gucken, dass man den 2. Platz hält und verteidigt. Und vor allem, dass man jetzt mal in der Champions League einfach mal wieder Gas gibt gegen Lazio, weil das wäre oberpeinlich, wenn man da rausfliegen würde. Kommen wir gleich zu Leverkusen. Natürlich nicht so überragend, wie man das so sich vorstellt gegen Mainz und jetzt auch in Köln, aber sie gewinnen dann halt. Und das macht ja auch eine Spitzenmannschaft aus. Sie lassen nicht da Punkte liegen, sondern machen das ganz seriös und man guckt sich das an und man sitzt da entspannt und sagt, ja, die machen doch ihr Tor. Du bist da so sicher. Du kannst drauf warten, bis die dann ihr Tor schießen, ne? Weil sie marschieren, sie spielen fußballerisch, haben sie natürlich schon eine klasse Truppe. Was mir immer so ein bisschen bei den Spielen auffällt, ich verstehe im Moment gar nicht, dass man, wenn man gegen Leverkusen spielt, dass man nicht Manndeckung gegen Wirtz spielen lässt. Der Dreh- und Angelpunkt in dieser Mannschaft ist, so wie wir es früher gemacht haben mit Dieter Hals, da haben wir gegen Dirk Schuster oder gesagt, sie spielen nur gegen Dirk Schuster, nehmen dem den Ball ab und geben dann den Ball sofort weiter zu Mario oder zu Andreas Herzog. Du meinst Bernd Schuster, richtig? Was habe ich gesagt? Dirk Schuster. Nee, Bernd Schuster natürlich. Aber Dirk Schuster musste mal keine Manndeckung machen. Nee, der war für die Manndeckung zuständig. Bernd Schuster natürlich, klar. Aber nochmal, diese Mannschaft ist einfach, es macht Spaß, denen zuzugucken und du kannst irgendwie immer drauf warten, was ein Tor fällt. Und überragend die Außen, Grimaldo, 9. Tor, Frimpong, 8. Tor, das sind ja auch, die haben ja genügend Spieler, die torgefährlich sind, das ist ja, macht's ja auch noch aus, ne? Ja, die haben ja in der Offensive auch eine sehr hohe Qualität, die eigentlich ja Bayern auch hätte, aber
die Qualität kann halt Leverkusen auf den Platz bringen und Bayern halt im Moment nicht. Kurzer Blick nach vorne. Leverkusen spielt tatsächlich Europa League diese Woche im wunderschönen Baku gegen Karabakh. Auf die Reise hat wahrscheinlich keiner Lust, aber das ist zwingend, dass sie da weiterkommen. Ja, ja, gut, gibt's ja. Für mich ist ja Leverkusen mit einer der Favoriten auf die Europa League. Also von daher, das soll ein Durchläufer sein. So, dann drücken wir den Leverkusen an die Daumen international. Richtig. Und dann sind wir auch bei Bayern München. Endlich. Wo wollen wir denn mal anfangen? Wollen wir mal anfangen am Freitagabend? Zum einen hat man da die Zukunft gesehen, finde ich, mit Tell und mit Musiala. Zwei sensationelle Tore. Mhm. Dann kann man noch Pavlovic erwähnen. Und Max Eberl hat ja in seiner Einstiegs-PK gesagt, er setzt auf diese jungen Leute und die haben es ihm bewiesen. Zum anderen kannst du aber auch sagen, das war so ein bisschen Götterdämmerung, denn der eine oder andere, die du ja richtig, richtig, richtig gut findest, die haben mal so überhaupt nicht performt. Ja gut, das ist jetzt keine große Überraschung, ne? Ich meine, nochmal, wenn du die letzten 4, 5 Spiele nimmst, da muss ich halt sagen, Kimmich, Müller, Thomas Müller, ich weiß nochmal nicht, warum man nach wie vor und weiterhin auf Thomas Müller baut und setzt. Tell hat es ja am Wochenende wieder gezeigt, dass er ein Riesenfußballer sein kann, mit seinem Tor alleine schon. Thomas Müller gestikuliert halt nur noch mit der Hände und Füße. Fußballerisch ist es halt, ja, läuft halt ein bisschen unterm Radar seit langer Zeit schon. Kimmich ja ausgewechselt worden, ja, schlecht gespielt, unterirdisch performt und nochmal, ich habe ja immer so gedacht, wie Thomas Tuchel dann, seitdem er weiß, dass er weg ist, hat er gesagt, jetzt kann er sein Ding durchsehen. Da habe ich gedacht, naja, gut, Kimmich rechte Seite, ja, richtig. Aber dann habe ich eigentlich gedacht, Tell, jetzt immer von Anfang an, hat letzte Woche nicht von Anfang an gespielt. Jetzt hat er ihn von Anfang an spielen lassen müssen, weil auch Sané ja noch verletzt war. Ich meine, die waren die Woche ja wieder schön auf Tour letzte Woche. Die Spieler, auch Gnabry mit seiner Verletzung wieder in Paris, überall und samstags nachts bei Luciano auf einer Privatparty. Also keine Ahnung, was sich die Spieler denken in der jetzigen Form, aber sie haben es gemacht, sie spielen ja nicht und nochmal, ich bin gespannt, ob jetzt der Thomas Tuchel halt irgendwann auch mal wirklich sagt, ich ziehe mein Ding durch mit den Jungen, ob er vielleicht auch mal von Max oben, lass doch mal die Jungen jetzt rennen, marschieren, auch wenn Sané wieder zurückkommt, ist für mich Tell, musst du spielen lassen, Musiala musst du spielen lassen, Sané vielleicht spielen lassen und Kane gibt's auch keine Diskussion, aber immer wieder Müller da reinzustellen, der wirklich nur noch rennt, und das jetzt auch mit angezogener Handbremse mittlerweile, aber auch dem Alter geschuldet, nochmal, ich will ihm ja nicht wehtun, aber den Spieler kannst du halt meines Erachtens, wenn du international was gewinnen willst, erreicht's nicht mehr, genauso wie bei Mats Hummels, der in Dortmund ja auch nur noch auf der Bank sitzt. Das sollen dann die Spieler sein, die bei der Europameisterschaft uns retten. Naja gut, da bin ich gespannt, wer wen retten muss. Tell am Anfang auf rechts hat er nicht so gut ausgesehen. Kann man auch fragen, warum? Warum Tell rechts? Das, von der linken Seite kommt er wesentlich besser und hat auch defensiv das Schwächen gehabt und Kimmich kam damit gar nicht klar. Und Leimer ist wieder da. Und Leimer ist ja mehr so ein, das meine ich jetzt nicht böse, ein Kampfschwein, ne? Der kommt dann mehr auch von der Leidenschaft, von der Emotionalität. Ja, aber also ich glaube auch da, auch rechts hinten wackelt der Kimmich. Ja, aber Olli, das muss man ja sagen, der hat ja teilweise rechts vorne gespielt. Also der war ja teilweise offensiver wie Tell. Also ich habe, man beobachtet es ja, man bekommt es ja dann auch während dem Spiel da mit. Wir haben es ja mit meinen Kumpels, haben wir es ja uns angeguckt am Freitagabend.
da musst du ja wirklich sagen, der Kimmich rennt ja nach wie vor, der macht ja, was er will. Der rennt rum, wo er will, der spielt dann rechts außen auf einmal, dann spielt er wieder auf der Sechs. Der Schnellste war er noch nie, ist er auch nicht mehr oder war er noch nie. Und reißt dann die ganze rechte Seite hinten auf. Und das hat natürlich Ginter und Grifo hervorragend ausgenutzt. Also entstand ja immer, das hat ja dann auch Thomas Tuchel gesagt, da war ja immer ein Loch auf der linken Seite, also rechts hinten bei Bayern, aber nur dem geschuldet, weil halt Kimmich rumgerannt ist, wie er wollte und teilweise, wie gesagt, rechts vorne gespielt hat. Also ja, Leimer ist wieder zurück. Nochmal, ich kann es nach wie vor nicht mehr nachvollziehen, was die Spieler selbst für sich in Anspruch nehmen, was sie machen. Und deswegen, ich würde mal auch mal Kimmich, gibt's ja eine Bank, eine Strafbank. Beim Eishockey heißt Strafbank. Aber das kann man sich ja auch jetzt so oft nicht mehr antun mit Kimmich. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist ja teilweise, performt er ja nur noch unterirdisch und Leimer wieder zurück, muss man mal schauen. Das würde ihm vielleicht auch mal selber gut tun, wenn er auch selber, er ist wahrscheinlich dann wieder leider 2-3 Tage beleidigt, wenn er nicht spielt, oder man auch wieder gesehen, wenn ausgewechselt wird, das versteht er ja nicht. Vielleicht um seine eigene Rübe mal freizukriegen, vielleicht hilft es ihm ja auch mal zu sagen, hey komm, jetzt mach doch mal Pause, du spielst mal nicht, vielleicht bist du auch mal gar nicht mal im Kader, entspann dich mal. Ja, weil ich glaube, der hat im Moment auch ein Kopfproblem. Der kriegt's von allen Seiten zurecht, weil er die Leistung nicht bringt. Ja. Und jeder weiß, was er eigentlich spielen kann, aber es bringt er seit 2 Jahren nicht mehr. Mhm. Wenn man und vielleicht setzt er sich selber unter Druck, verkrampft, will alles machen und ich glaube, eine Pause würde ihm richtig gut tun. Ja, würde ihm gut tun. Im Moment ist aber die Bank nicht so besetzt von Bayern, dass man das machen kann. Nochmal, das ist vielleicht auch das große Kimmich-Problem. Ne? Er ist zu egoistisch für sich selbst. Er will alles machen, nach wie vor alles machen und der einfach dann auch seine Leistung nicht mehr abrufen kann. Und wenn es jetzt dann auch schon losgeht, dass er in der 60. Minute ausgewechselt wird auf der rechten Seite hinten, auf der rechten Verteidigerposition, dann mussten halt wirklich auch mal eine Denkpause geben und einfach auch mal noch geht's nicht. Wie gesagt, Bayern hat im Moment Kaderproblem, also Spielerproblem aber das ist halt einfach, wenn man ihn dann auch noch kritisiert, Kimmich, dann ist er ja noch beleidigt dazu, aber er möchte ja der größte und der beste Spieler beim FC Bayern sein. Aber da ist er halt weit, da ist er halt so weit davon entfernt wie die Erde vom Mond. Deswegen muss er auch damit rechnen, dass er auf die Nase gibt. Wie findest du das Auftreten in den letzten Tagen von Thomas Tuchel? Bei dem Einspiel sitzt er auf so einem Metallkoffer die ganze Zeit, bewusst weg von der Bank. Jetzt hat er auch nicht irgendwie gejubelt bei den Bayern-Toren. Kritisiert die Mannschaft scharf in Interviews, ist also ein gutes Recht. Dann erzählt er Max Eberl, ja, Pressekonferenz hatte ich keine Zeit, habe es auch nicht gelesen, was er da gesagt hat. Wirkt so desinteressiert. Hat er abgeschlossen? Ich sehe sein Feuer nicht mehr. Er hat überhaupt kein Feuer mehr. Nein, der Thomas, klar, der ist angezählt. Ne? Das sieht man ja auch. Mir tut er auch teilweise schon ein bisschen leid, wie er da draußen so auf verlorene Posten steht. Er weiß genau, sobald er jemand den Rücken dazu dreht, muss er aufpassen. Ne? Ob er sich da auf den Koffer setzt oder da draußen steht, es wird jetzt alles unter die Lupe genommen. Nochmal, ich höre nur noch, Tuchel muss sofort weg und dann nicht warten und ja, aber nochmal, Tuchel, die ganz großen Experten hier alle, die reden ja die ganze Zeit, Kimmich muss spielen, Müller muss spielen, der muss spielen, der muss spielen. Ja, wo sind sie denn, die spielen müssen? Wo ist denn ein Thomas Müller? Ja, wo sind denn die Experten bei dem übertragenen Sender, wo dann immer sagen seit Wochen, ja, Thomas Müller muss immer spielen. Ja, wo sind die letzten 4 Spiele? Die kann man sich ja mal angucken. Die soll man sich mal angucken, was für eine Leistung Thomas Müller da gebracht hat. Oder Joshua Kimmich, was für Leistung er gebracht hat. Also
Das sind doch einfach nur Dinge. Und jetzt hat rudern sie alle so ein bisschen zurück. Jetzt ist nur noch der Trainer. Nur noch der Trainer ist dran schuld, dass Thomas Müller so schlecht spielt. Nein, da ist die Qualität reicht halt nicht mehr. Das sage ich seit Wochen, Monate sage ich das. Und aber immer wieder reden sie ihren Müller da rein. Nochmal, bei mir wird Thomas Müller nur noch auf der Bank sitzen. Dann kannst du die letzten 20 Minuten spielen lassen. Aber die Qualität ist ja, die ist ja schon längst weg und deswegen, es ist halt, in jedem Ding ist nur noch Thomas Tuchel dran schuld. Ich find's sehr traurig, was mit ihm veranstaltet wird. Der tut mir teilweise, wie gesagt, schon leid. Und ich verstehe seine Reaktion. Ich wäre vielleicht auch angefressen. Der kriegt ja Woche für Woche nur noch auf die Nase. Ich glaube, dass Thomas Tuchel selbst froh ist, wenn es vorbei ist. Wenn die 3 Monate rum sind, man wird sich jetzt auf die Champions League konzentrieren können oder müssen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das schief geht gegen Lazio, die wirklich auch nicht gut drauf sind. War ja Bayern, in Lazio war ja Bayern auch die bessere Mannschaft. Die muss ja nur mal ein Tor machen. Aber nochmal mit. Mir tut er leid und ich finde es sehr schade, was mit ihm jetzt da veranstaltet wird, auch von der Presse her. Aber es ist so, der Trainer ist das leichteste Glied in der Kette. Das wird sich wahrscheinlich in Deutschland nie was ändern. Und das ist sehr schade. Das ist auch sehr traurig mittlerweile, wie gesagt, dass jedes Mal nur auf die Trainer losgegangen wird und die Spieler, die ja verantwortlich sind mit ihrer Leistung, wenn ich dann jetzt lese, Thomas, was sagt der Thomas Müller? Wir werden laufen wie die Feuerwehr. Ja, das ist das Einzige, was Thomas Müller noch kann. Laufen, das kann er. Ja, mir tut er nur noch leid. Und ich glaube nochmal, dass Thomas Tuchel froh ist, wenn's endgültig vorbei ist. Übrigens ein schönes Beispiel, bildlich gesehen. Eigentlich ist die Feuerwehr dafür da, Brände zu löschen, ne? Und wenn sie gegen Rom nur noch hinterher rennen, um Brände zu löschen, dann geht's aber gewaltig in die Hose. Normalerweise müssen sie Brandherde setzen, damit es überall brennt bei Lazio, damit sie das Spiel gewinnen. Also kann man auch umdrehen. Er hat anders gemeint, das wissen wir. Aber unglücklich eigentlich die Situation. Ja, vor allem gerade er, der wie gesagt, also die letzten 4 Spiele nochmal, auch da war Thomas Müller unterirdisch. Da kann jeder erzählen, was er will. Doppelpass geht nicht, es ging noch nie richtig. Und nur noch, dass einer, weil er mit seiner Anwesenheit, ja, da hat ja keiner mehr Angst vor Thomas Müller. Also jeder Gegner ist da froh, wenn er spielt, weil vom Grunde her spielen sie ja da mit einem Mann weniger, die Bayern. Also das muss man ja klar und deutlich und auch ehrlich sagen. Da ist ja Tell und Musiala und Sané haben ja dann nochmal eine ganz andere Qualität. Und bloß weil einer, aber es ist ja in Dortmund mit Terzic. Terzic sieht es durch mit Mats Hummels. Das ist bei Mats ist auch langsam vorbei. Das weiß Mats natürlich auch. Wenn er eingewechselt wurde oder gespielt hat, hat er tolle Spiele gemacht. Gerettete viele im Zweikampf, aber Terzic sieht es durch. Der lässt seine 2 Schlotterbeck und Süle jetzt spielen von Anfang an. Und bevor er Hummels da reinstellt, lässt er lieber Can noch Innenverteidiger spielen wie vergangene Woche. Und so würde es Thomas Tuchel auch empfehlen. Ich würde Thomas Müller rausnehmen und würde auf die 3 da vorne setzen, Sané, Musiala und Tell. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie Fußball Deutschland auf meine Aussagen wieder reagiert. Ich werde es dann auch morgen Abend, klar, wir haben ja morgen Fan-Talk, da werden wir ja das Thema auch wieder haben und ich werde es genau beobachten mit Thomas Müller und werde dann auch wieder während der Sendung schon, denke ich mal, was dazu sagen müssen, weil es einfach, Tobias Holtkamp ja morgen auch mit dabei ist und viele ja auf Thomas Müllers so brutal stehen, warum auch immer. Da könnte es eine größere Diskussion morgen wieder geben. Und wenn es nicht klappt, soll er vielleicht einen Tag bei der Freiwilligen Feuerwehr München mal arbeiten, um zu gucken, was denn in der Feuerwehr wirklich abgeht. Ja, das wäre mal wirklich ganz gut, weil, wie gesagt, es müssen ja auch mal die Journalisten langsam erkennen, dass es halt nicht mehr reicht für Thomas Müller. Nochmal, die letzten 4 Spiele können wir ja nachgucken. Also,
unterirdisch, kann ich da nur sagen. Aber du glaubst, sie schaffen das, ne, gegen Rom? Ja, das klar muss man im Moment sich ernsthafter Gedanken machen bei Bayern, aber zu Hause gegen Lazio ein 1-0, also das sollte ja irgendwie möglich sein, vor allem, weil man ja Kane da vorne hat, der ja eigentlich doch immer wieder mal ein Türchen machen kann, der mit Musiala, der jetzt wieder ein tolles Tor geschossen hat, mit Hell, der eine außergewöhnliche Geschwindigkeit, eine Schusstechnik mitbringt, also das sollte doch wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht klappt. Hast du verfolgt die Pressekonferenz von Max Eberl am Freitag? Nein, ich war selbst unterwegs. Okay, aber ja, einer haben wir angedeutet, der hatte auch selber gesagt, man muss jetzt auch ein bisschen auf Tell und Musiala achten, das ist auch wohl die Zukunft. Finde ich gut. Das sage ich seit Monaten schon. Genau. Und wie stark ist Max Eberl, dass er da wirklich komplett aufräumen kann? Wenn er jetzt wirklich so analysiert, vielleicht sollte man auch gar nicht so auf die Champions League jetzt gucken, einfach davon ausgehen, dass es gar keine Titel gibt und dann zu sagen, genau das, was du gesagt hast, das sind auch wohl Spieler schuld, das lief ja die ganze Saison. Okay, der kann weg, der kann weg, der kann weg. Was für Spieler sollte man holen? Hungrige Spieler. Auch vielleicht mit der Möglichkeit, dass es nächstes Jahr vielleicht wieder keinen Titel gibt oder nur einen, dass man wirklich einen Umbruch gestaltet. Wirklich auch mal echt, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass sie gar nicht mehr das Bayern-Trikot tragen, aber sagen können, nee, mit denen nicht mehr. Ich glaube, dass Max eine große Aufgabe vor sich hat, in Verbindung mit Freunden zusammen. Die werden sich jetzt schon umschauen, um junge, hungrige Spieler mal zu holen, den einen oder anderen. Dafür hat ja Freund gestanden, auch in Salzburg. Max wird sicherlich genau einen Blick drauf schmeißen. Wen können wir abgeben? Wer bringt uns auch noch Geld? Ich meine, Kimmich wird vielleicht auch noch 30 Millionen bringen. Vor zwei Jahren waren es noch 50. Oder vor einem Jahr noch 50. Jetzt wird ja immer weniger. Also da muss man schon genau drauf achten, ne? Dass man auch noch für Spieler Geld kriegt. Dass man sie nicht ablösefrei verliert. Und das wird für Max eine schwere Aufgabe. Das steht außer Frage. Also dieser Kader, der braucht eine Rundum-Erneuerung. Da möchte ich jetzt nicht in Max seine Haut stecken. Aber ich glaube schon, dass Max eine gewisse Autorität mitbekommen hat von der Bayern-Führung, um da auch vielleicht das eine oder andere Machtwort mal zu sprechen und auch mal energisch durchzugreifen. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass Max, wenn Kimmich so weiterspielt, ich meine, nochmal, was willst du mit dem? Da musst du auf einen Leimer bauen, der immer wieder kämpft, macht und tut. Aber an Kimmich, du verlierst ja nur Geld. Der verdient einen Arsch voll Geld. Die Ablösesumme wird immer weniger. Gut, die andere Frage ist, wer will ihn noch in der Form? Angeblich ja Paris hat ja großes Interesse. Ich würde ihn abgeben. Vielleicht tut sich auch Kimmich mal damit einen Gefallen, mal ein anderes Land zu sehen, mal eine andere aus dem Bayern-Umfeld mal rauszukommen und da muss er sich wieder anders da beweisen. Ansonsten redet man auch über Gnabry, Goretzka. Stanisic kommt ja zurück. Ist vielleicht auch mal eine Erlösung für einen Goretzka, wenn mal so ein Kimmich weg wäre. Ja. Der immer wieder gesetzt war. Da kommt vielleicht auch mal wieder eine andere Qualität von den Spielern selbst auf den Platz, weil sie nicht mehr den Druck haben, ach, wenn es nicht läuft, immer die werden ausgewechselt und Kimmich darf. Jetzt, wie gesagt, rechte Seite, jetzt hat er nach 16 Minuten mal ausgewechselt, zu Recht, als eine unterirdische Performance war von Kimmich. Aber Goretzka muss es auch zeigen, dass er diese Position spielen will. Spannende Wochen, sowohl sportlich als auch dann transfermäßig beim FC Bayern München. Und wir werden das verfolgen. Wir sind dabei. Ich glaube nicht, wenn wir nächste Woche wieder unseren Podcast aufnehmen, dass die dann schon einen neuen Trainer haben. Bin sehr gespannt. Das werden wir auch hier nicht diskutieren, weil es langweilt eigentlich auch immer jeden Tag drüber zu diskutieren, wer kann denn Trainer werden. Ich würde mir wünschen,
Du hattest letzte Woche einen wunderbaren Namen reingebracht mit Ralf Hasenhüttl. Jetzt fiel mir auch der Name Martin Demichelis, der auch jetzt in Argentinien ganz gut was gemacht hat. Wenn die mal eine eigene Idee hätten, das ist, finde ich, das Wichtige und nicht irgendwie gucken, ah, da hat einer performt, den kaufen wir jetzt und geben dann dem Verein 10, 15, 20 Millionen. Stichwort Nagelsmann. Weiß ich ja, nicht. Ich würde einfach mal von den ganz großen Tränen immer weggehen. Ich würde einen vielleicht auch mal so ein Sebastian Hoeneß nochmal ist ja ein guter, junger Trainer, aber Hasenhüttl wäre völlig unbelastet und ich könnte mir das gut vorstellen, der jetzt auch Erfahrung, jetzt hat man ja von Roger Schmidt auch schon wieder, hat man jetzt bei dem anderen Sender da auch wieder ins Spiel gebracht, also das glaube ich würde nicht funktionieren, weil Roger auch ein eigener Mensch ist, hat in Leverkusen auch nicht funktioniert. Ich würde einem Hasenhüttl einfach mal so eine Chance geben. Ich würde mir es wünschen, dass Ralf mal so eine Chance kriegt. Und beim Neuanfang, mit einem ganz neuen Gesicht, mit dem vielleicht auch keiner gerechnet hat, würde vielleicht auch mal jedem gut tun. Wir sind so gespannt. Kurze Frage. Mittwoch spielt auch RB Leipzig. Leichtes Spiel in Madrid, Hinspiel zu Hause, 0-1 verloren. Ja, aber die haben ja... Ich glaube, keiner setzt auf RB Leipzig. Ist das vielleicht ihre Chance? Das weiß ich nicht, ob keiner auf RB Leipzig setzt. Sie haben nicht mehr viel zu verlieren. Sie können völlig befreit aufspielen. Sie haben jetzt in Bochum auch 4-1 gewonnen. Die Mannschaft hat eine gewisse Qualität, auch offensiv. Und man weiß ja, dass in Madrid ja auch nicht alle Kirschen ganz oben auf dem Baum hängen. Ne? Im Moment, sie gewinnen zwar ihre Spiele, aber geben auch mal das eine oder andere Pünktchen wieder ab. Also von daher, auch im ersten Spiel war, wenn Leipzig da in Führung geht, wenn man ihm das Tor nicht klaut, weiß ich gar nicht, ob Madrid das Spiel gewinnt. Oder ob vielleicht noch Leipzig das Spiel auch mit 2 oder 3 Toren Unterschied gewinnen kann. Ich guck's mir an, ich freue mich darauf. Vielleicht gibt's ja dann eine Überraschung. Also. Korrekt. So, du die Woche, du hast schon verraten, Dienstag Fan-Talk. Nur Fan-Talk, ja, und dann ab nächste Woche geht's bei mir kräftig los, ab Sonntag. Heide Witzke, da gucken wir mal, wo du dann überall bist. Aber jetzt machen wir erstmal die Woche zu, du legst dich gleich ins Bettchen, ja, yep. Tee mit Honig und weißt völlig du, korrekt. Nasse Wickel oder wie er heißt, ja. Ne? Kümmern dich, mach ich, dass du fit bist, ja. Ne? In diesem Sinne. Weißt du eigentlich, unser Tippspiel, wie ist das denn? Oh ja, man kann tippen die Leute eigentlich noch gegen uns? Ja, ich glaube schon. Und wenn nicht, dann können die noch weiter tippen. So hört man. Das Kick-Tipp-Tippspiel, ja. Da hast du recht. Das sollte doch mal wieder was passieren. Vielleicht haben die Leute auch Angst, weil wir zu stark sind oder so. Keine Ahnung. Ja, wir haben ja die letzten beiden Spieltage bewusst schlecht getippt. Also, machen wir uns da nichts vor, das war nicht so glücklich, aber jetzt zum Ende der Saison geben wir wieder alles, also tipp doch mal gegen uns im Kick-Tipp. Ja, sollten Tippspiel. Die Leute doch mal Tippspiel. Außer sie haben natürlich Angst, weil wir zu stark sind. Natürlich. Mal gucken. Natürlich, also. Und sonst schreibt uns, bewertet uns. Alles wichtig, ne? Das sind eure Hausaufgaben bis nächste Woche. Wir kümmern uns um den Fußball und schauen uns das an und das wird wieder cool nächste Woche. Mal gucken, was da so alles passiert. Bis dahin. Ich freue mich. Eine Woche in Fußball-Deutschland, da kann viel passieren. Ne? Genau. In diesem Sinne. Du wirst erstmal gesund. Ihr draußen bleibt alle gesund. Schöne Woche noch. Das war der Podcast Basler Ballert, powered by newsflash24.de. Alles Gute. Ciao, tschüss. Tschüss.